So, und moin zusammen, herzlich willkommen zu diesem Video. Und ihr seht hier meinen Bruder, der Big Boy, der Motovlogger. Und ja, wir haben jetzt zwei neue Bikes am Start und die werden wir jetzt testen. Hol mal deine Maschine. Ja, kleine Überraschung, wartet ab, kommt jetzt gleich. Ja, mal sehen, bin ich gespannt, wie ihr die Maschine finden werdet. So, und da ist er. Mit Klingel. Also, dreh mal eine Runde, zeig mal den Bock. Also, mein Bruder hat sich jetzt hier so Motocross-mäßig was geholt. Eher Cross als Moto. Und Sicherheit geht vor, hier schön mit deinem Nies zu sehen. LSL-Helm. Ja, und das sieht doch mal richtig gut aus. Und ja, da seht ihr es auch schon. Ich bin jetzt umgestiegen auf Supersportler. Ich würde sagen, machen wir eine kleine Probefahrt. So, und los geht's. Erstmal hier hochfahren. Okay, ab geht's. Ja, wie ihr sehen könnt, schön befestigt hier große Tacho-Einheit, Digital-Tacho. Und, ja. Ich glaube, mein Bike hat nicht so viel PS. Ihr seht, Fingerschaltung hier. Nicht mehr mit den Füßen zu schalten. Komm, gib ihm! Ich darf noch nicht so hoch drehen mit der neuen Maschine. Ah, ist noch Einfahrzeit. So, und jetzt müssen wir natürlich auch die Kurvenlage testen. Jo. Komm, fahr vor, Knie schleifen, raus damit! Los! Gib ihm! Tiefer! Jo Leute, jo, jetzt haben wir hier den fliegenden Wechsel. Wie ihr seht, habt ihr hier Hardcore Bike Test. Und jo, schön das Bein draußen für die Kurvenlage. Ich glaube, die Reifen sind noch nicht warm. Pass auf. Ja. Schon okay. Jo. Jo Leute, jetzt machen wir hier mal so einen Top-Speed-Test mit den neuen Karren und wie ihr seht, der MeToo gibt Richtgas. Oh, was war der denn? Der Freak. Okay, dann machen wir halt einen Offroad-Test. Jo, jo. Also meine Federung ist nicht so gut bei dem Teil. Scheiße. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich brauche eine größere Maschine. Ich bin mit meiner Supersportlaufe. Jo. Scheiße, ey. Das Ding hat viel zu wenig Power. Und jetzt noch der Wheelie am Berg. So, jetzt noch hier ein Fazit. Hier seht ihr es wieder. Richtig schön, die Offroad-Maschine auch gut dreckig geworden. Das hat sich gelohnt. Ging gut ab. Ja, Fazit, zwei Top-Bikes. Richtig gute Maschinen. Oh, guck mal hier, hanging off. Also wirklich gute Gelegenheit. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich bleibe bei meinem Bike und mein Bruder auch bei seinem. Und ja, also, das war's Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.